Heute zeige ich euch Step by Step, wie ihr in den Kopfstand kommt. Die Step by Step Version, die ich euch heute zeige, ist relativ safe, sodass ihr eigentlich ohne Probleme gut in den Kopfstand reinkommt. Der Kopfstand trainiert vor allem auch die Schultern und die Nackenmuskeln. Die müssen sich auch irgendwie erstmal noch daran gewöhnen. Dafür gibt es eine Vorübung, die ich hier in diesem Video auch zeige. Und ansonsten zeige ich euch jetzt erstmal die Ausgangsposition. Okay, für die Ausgangsposition falte ich erstmal ganz normal meine Hände und lege meine Unterarme auf, sodass eigentlich wie so ein kleines V entsteht. In meiner Handinnenfläche lege ich jetzt praktisch genau hier vor meine Stirn auf, sodass meine Hände eigentlich fast auf dem Scheitelpunkt sind. Durch diese Position ist euer Kopf gut geschützt und ihr habt genügend Stabilität, weil verbreiterte Unterlagenfläche durch eure Unterarme vorhanden ist. Gehen wir in die Position. Da ich ja bis hier noch auf meinen Knien bin, stelle ich meine Füße jetzt auf und bringe meine Knie von der Unterlage weg. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mit meinen Füßen Richtung Kopf zu laufen und wieder zurückzulaufen. Und ihr werdet merken, je mehr ihr mit euren Füßen zum Kopf läuft, habt ihr mehr Gewicht auf euren Kopf. Das ist quasi die Vorübung, wo sich eure Nacken- und Schultermuskulaturen auf das Gewicht, euer gesamtes Körpergewicht, dran gewöhnen kann. Bleibt bei dieser Vorübung auf jeden Fall, solange ihr keine Probleme mehr habt, den Druck auf eurer Schädelplatte auszuhalten. Seid ihr jetzt gut dabei, dann zeige ich euch, wie ihr jetzt eure Füße vom Boden abheben könnt. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze auch vor einer Wand zu machen, um nicht umzukippen. Ich zeige das hier im freien Raum, um euch die Wichtigkeit dieser Langsamkeit darzustellen. Und zwar, wir hopsen jetzt nicht mit unseren Füßen in die Luft, sondern wir machen das Step by Step. Das erfordert ordentlich Bauchmuskel. Ihr geht mit euren Füßen, ob Knie gestreckt oder gebeugt, ist egal, so nah ihr ran könnt zu eurem Kopf, wie ihr fähig seid. Bewegt ein Bein rechts oder links, das was euch bequemer ist, Richtung Decke und versucht das andere Bein langsam dazu zu nehmen. Ihr habt euch die Möglichkeit, auch mit dem zweiten Bein, das, wenn ihr das in die Luft hebt, euch langsam ranzutasten. Damit habt ihr alle Male mehr gewonnen, als wenn ihr zu viel Schwung nehmt, in euren Kopfstand geht, hinten überrollt und euch noch verletzt. Deshalb lieber Step by Step und lieber langsam abheben, ein bisschen mehr abheben und irgendwann habt ihr den Dreh auch raus und ihr werdet merken, es geht ordentlich in die Bauchmuskeln. Lasst es mich auf jeden Fall unten in den Kommentaren wissen, wie weit ihr mit eurem Kopfstand direkt nach diesem Video, nach dieser Anleitung gekommen seid. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, schaut gerne bei meinem Kanal vorbei. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao!